Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier bei The Morning of Mario und wir gehen ins Spiel. Wir spielen auf Pfeil Nummer 1, dann haben wir da nämlich keine Probleme mehr mit. Und ich glaube, wir spielen heute mal mit Professor Igitt, der Professor aus Luigi's Mansion, mit seinem kleinen Buhu-Geist und natürlich mit dem waschechten Gameboy Automat 500. Ich weiß leider nicht genau, wie es im Spiel heißt. Ich wusste das mal. Ich war mal schlau und jetzt bin ich doof. Möchtet ihr mich deswegen wirklich verurteilen? Wirklich? Okay, ich glaube, das lohnt sich. Für einen Speed-Up. Sehr nice. Ich meine, wir haben den Schlüssel bekommen. Wir haben die Truhe bekommen. Und wir konnten ohne Schaden in den Zacki-Zacki-Raum. Also, ne, deswegen habe ich die Hangman-Karte da jetzt auch eingesetzt. Weil wir dann... Wir haben halt zu dem, was da lag, haben wir noch... den freien Eintritt in den Zacki-Zacki-Raum bekommen. Wow, shit. Und das war ziemlich nice. Ja, der Gegentreffer gerade war ein bisschen fahrlässig, bisschen blöd und dumm von mir. Passiert leider. Ist passiert. Kann man nichts mehr dran ändern. Ist okay. So. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. So, hey, kleine Spinne. Hab ich dich voll ausgetrickst, ey. Voll ausgetrickst. Ja, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier Binding of Mario spielen kann. Oh, come on. Ich würde mich nur freuen, wenn ich auch nicht ganz so dumm wäre und ein bisschen mehr Skill beweisen würde. Komm! Wo habt ihr den Gegentreffer gesehen? Wie doof. Och, Manu. Hey, kleine Grüße. Kleine Grüße, ja. Hey Leute, grüßt euch. Ein schöner Bulli hier. Ein schöner Bulli. Ich bin über die Creep gelaufen. Wow. Ich schmeiße gerade alles. Warum bin ich nicht in den Goldraum gegangen? Ich schmeiße gerade alles weg. Das ist unfassbar. Okay. Komm runter. Entspann you. My Reflection ist eigentlich kein Item, das ich jetzt unbedingt haben möchte. Das ist keine gute erste Ebene gewesen. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Und das wird man auch mal sagen dürfen, oder? Es geht nicht immer nur hier, dass wir alle Spaß haben. Man muss auch mal sagen, wenn man unzufrieden ist. Ja, keine Ahnung. My Reflection, ich konnte den blauen Stein nicht sprengen. Ich konnte dies und das und jenes nicht. Aber auf der anderen Seite, hey, wir leben. Wir leben. Das ist alles, was zählt, okay? Wir leben. So, den Raum haben wir geklärt und das Item ist... Eves Mascara. Wow, und unsere Range ist jetzt sowas von im Arsch. Alter Falter. Da kann ich jetzt noch nicht rein, weil wir natürlich auf jeden Fall den Devil Deal haben wollen. Eieieiei. Das ist gerade... Ich glaube, meine Tränen sind zu kurz. Eieiei. Oh, Eves Mascara und My Reflection ist gerade so eine... Wow, ist gerade so eine, ja, unvorteilhafte Kombination. Eieieiei. Wow, und da draußen geht die Feuerwehr ab wie sonst nichts Gutes. Was ist denn schon wieder los hier? Immer ist hier Feuerwehr unter Tütata. Das macht mich völlig fertig. Das war echt oft in letzter Zeit. Immer wenn ich... Wow, er hat mich einfach zweimal getroffen. Das war auch richtig blöd von mir. Ich komme mit meinen Tränen. Ich fress sie einfach. Ich komme mit meinen Tränen einfach nicht bei den Gegnern an. Das ist gerade ein großes Problem. Und jetzt habe ich halt mein Spacebar-Item nicht mehr für den Boss fertig. Das ist... Hoffentlich kriegen wir einen Boss, der nicht so schwierig ist. Okay, Doppel-Twompy. Das Gute ist, die haben nicht so viel Leben. Das heißt, wenn wir sie treffen, machen wir... Haben die mich getroffen? Warum hat er mich... Ich bin doch ausgewicht. Wow, schon wieder. Warum werde ich so viel getroffen? Ich sterbe. Okay. Es entwickelt sich gerade zu einer sehr seltsamen Situation. Wir kriegen keinen Devil Deal. Das ist wirklich
Schade. Ja. Ja. Ja, wir haben ein Problem. Wie lösen wir das? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein großes Problemo. Problemo Maximo. Und ich weiß nicht, wie wir das lösen sollen. Da liegt ein weißes Herzchen im Bossraum. Das ist gut zu wissen. Bitte, bitte. Die Musik ist immer so laut in diesen Räumen. Ich komme mit meinen Tränen einfach nicht beim Boss an. Also beim Gegner. Ich brauche Range-Up. Sonst kann ich hier aufgeben. Das Gute ist, ich habe jetzt Bomben bekommen. Ich kann nochmal goldene Kisten öffnen. Und ich glaube, ich werde das auch tun. Einzig und allein. Schmeiße ich jetzt... Ja, ich benutze beide Bomben hier. Weil hier kriege ich auch noch einen blauen Star. Ah, okay. Okay, wir haben nochmal eine Bombe bekommen. Alles gut. Alles easy. Alles gut, alles easy. Nur kein Stress. Kein Stress, kein doppelter Boden. Wir haben den Geheimraum gefunden. Wow. Alter, wie viele Schlüssel waren da drin. Wahnsinn. Und Bomben. Okay. Es sieht gar nicht mal so mega schlimm aus. Jetzt gehen wir hier noch rein. Sprengen hier was aus dem Automaten raus. Oh, die Broken Watch. Dafür hätte ich... Kann ich die umtauschen? Gilt das Umtauschrecht oder... Wie funktioniert das hier? Könnten Sie mir das sagen? Entschuldigung? Ich habe eine Frage, hallo. Kann ich das umtauschen? Ich nehme das weiße Herzchen natürlich mit. Und dann gehen wir weiter in die nächste Ebene. Ach, der kleine Mario. Er wurde gehänselt von den Piranha-Pflanzen. Naja, wir kennen ja die Geschichte. So, kleiner... Wow, hier haben wir eine andere Farbe. Warum? Ich spiele so unfassbar schlecht momentan. Ich weiß nicht warum. Ist aber auch wirklich alles andere als ein optimales Bild hier, was wir haben. Ist wirklich schwierig und ja. Ich werde einfach von allem getroffen. Vielleicht haben wir da einen Würfelraum. Das wäre super. Einfach mal so eine 6. Bitte. Bitte, bitte. Eine 1, okay. Wir haben Proptosis. Wir haben Proptosis. Und guck mal, wie groß meine Tränen sind. Ich glaube, wir sind OP. Ich glaube, wir sind OP. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich wurde OP durch den Würfelraum. Das bedeutet mir so viel. Ihr werdet noch verstehen, warum. Und jetzt finden wir auch noch Holy Mantle. Leute. Ich habe gerade schon darüber nachgedacht, ob ich hier einfach aufgebe, wisst ihr? Ob ich einfach sage, Leute, Isaac hat mich besiegt. Ich werde diesen Lauf nicht schaffen. Es tut mir leid. Tut mir leid. Aber jetzt sind wir OP. Wir sind OP as hell. Wir können hier einfach... Wow. Das war ein bisschen... das war ein bisschen seltsam. Weil der Boden ist halt auch... Der Boden hat im Grunde die gleiche Farbe oder eine sehr ähnliche Farbe wie die Flammen. Und deswegen waren die Flammen so wie durchsichtig. Das hat mich gerade sehr irritiert. Aber nichtsdestotrotz, wir sind OP. As fuck. Krampus Head. Ich habe schon ewig nicht mehr mit Krampus Head gespielt. Aber das Ding ist, ich habe kein Spacebar-Item. Von daher kann ich Krampus Head auf jeden Fall mitnehmen und benutzen. Und Heidewitzka. Ja. Ich bin Lord of the Flies. Ich kann da noch fliegen. Und ich habe ein Guppy-Item. Und ich habe Holy Mantle. Stimmt ja. Ich habe ja Holy Mantle. Oh mein Gott, Leute, wie unfassbar. Wie... Oh mein Gott. Ich meine, ich hatte keinen schlechten Damage mit Eve Mascara, ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass ich unfassbar millionenmal mega schwach war. Aber ich war natürlich schon sehr gebeutelt, was halt diese Dinge anging, wegen dem My Reflections und der niedrigen Range. Es war schon wirklich eine sehr schlechte Situation und... Viel, viel, viel schlechter geht's, glaube ich, nicht. Und was haben wir gemacht? Wir sind fucking OP. Wow. Ich glaube,
So einen krassen Turnaround habe ich auch schon lange in Isaac nicht mehr hingelegt. Klar, es gibt immer mal wieder Läufe, wo du plötzlich OP wirst, aber ja, so diese Aussichtslosigkeit, die ich gerade hatte, wow, das war. Aber deswegen spielt man Isaac. Das ist wieder so dieser Zufallseffekt irgendwie. Also der, das ist halt auch wieder, das ist der Zufall, den man auf der anderen Seite so sehr hasst. Ja, man hasst ihn so sehr, aber man liebt ihn halt auch. Das ist, es gehört halt auch dazu, ja. Man muss halt auch mal verlieren durch einen blöden Zufall oder schlecht sein, damit man halt durch einen guten Zufall auch wieder gewinnen kann. Und Meister ist man halt, wenn man diesen Zufall kontrollieren kann. Das kann ich noch nicht. Ja, aber weil ich denke, ein guter Isaac-Spieler, nehmen wir einen Kobold-Streak oder so, der hätte sich mit der, der hätte kein Problem gehabt mit dem Bild, was ich vor dem Würfeln hatte, zu spielen. Er hätte sich gedacht, okay, komm, das spielen wir jetzt so. Das kriege ich hin und irgendwann werden wir schon stark genug, so, keine Ahnung. Aber ich bin halt vielleicht nicht so gut und mir fehlt da vielleicht noch ein bisschen. Und ich habe halt den Moment, wo ich mir denke, okay, ich glaube, ich gehe Game Over. So what? Bam, Alter, ich bin so schwach, ich schaffe das nicht. Und ja, so kann sich das dann auf einmal ändern. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Stärke. Aber wir haben ja auch noch zwei Goldräume hier vor uns, auf jeden Fall, ja. Ich rasche jetzt gerade auch so ein bisschen durch. Aber, ja. Ich habe auch ein bisschen Lust drauf, hier so ein bisschen durchzuraschen. Ist jetzt nichts, was mich irgendwie groß stören würde. Man muss auch mal das Spiel ein bisschen schnell machen. Ne? Ja, das nehmen wir mit. Das ist sehr cool. Dann haben wir die Chance auf den Kompass-Effekt. Okay, ich habe mein Schild schon mal weggeworfen, glorreich. Okay. Töten wir sie einfach ganz kurz mit der Fliege, damit wir hier keine Gefahr gehen, getroffen zu werden. Wir wollen unsere HP behalten. So, Raum geklärt. Finito Maximanus. So, das ist eine XL-Ebene, dementsprechend ganz wichtig. Bitte, Cornelius, merke dir zwei Goldräume, die du alle finden möchtest. Um jeden Preis. Es gibt nichts, was gerade dich davon abhalten würde, diesen Goldraum nicht finden zu wollen. Bitte merke dir das. Boah, die Musik, ey. Ist schon ein schönes Feeling hier auf der Ebene. Muss man schon lassen. Ne? Haben die wirklich gut gemacht. Haben sie auch gut hingekriegt. Ja, ist mysteriös. Ich habe übrigens gerade zwei Flügel entdeckt hier. So, oder einen, aber war schon ein ziemlich großer Bereich, den wir da jetzt entdeckt haben. Komplett leer. Einfach nichts. Ja gut, der Challenge-Raum, aber da war ja noch nicht mal was drin. Also zählt das nicht. So. Ach stimmt, ich bin der Lord of the Flies. Das bedeutet, die gegnerischen Fliegen schließen sich mir an, ne? Ja. Entschuldigen Sie. Ist das jetzt... Wo sind die Goldräume, meine Güte? Wo sind sie? Boah, wir haben so eine krasse Tiersrate. Das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinnig krasser Lauf. Aber er macht auch richtig viel Spaß. Das ist ja halt das Schöne. Er macht gerade halt einfach unfassbar viel Spaß. It's unbelievable. All I ever wanted. I don't know where. Okay, schnell alles töten. Ich glaube, das ist der letzte. Der wurde nochmal richtig krass bewacht, aber haben natürlich keine Chance gegen mich. Okay. Krass, wir haben schon echt viel von der Ebene erforscht, aber einfach immer noch nichts gefunden. Bad Trip. Ich habe fast ein bisschen damit gerechnet, dass diese Pille kommen wird, aber wir haben sie gut weggesteckt. Kein großes Problem für uns. Wo sind denn die Goldräume? Kann nicht sein. Ach stimmt, wir haben... Warte mal.
Ich will es einmal austesten. Wir kriegen keinen Damage durch die Explosion. Wow. Wow, das ist einfach. Ist einfach fucking amazing. It's einfach fucking amazing, amazing, amazing. Ja, ja, wir nehmen es mit. Wir werden jetzt vielleicht ein bisschen langsam. Ja. Ist nicht ganz so optimal. Nicht so opti-schmopti, wie es vielleicht sein sollte, aber. Ja, wir haben die Möglichkeit, uns zu heilen, indem wir uns bomben und. Da sind rote Herzen einfach Gold wert. Wenn wir gleich Abaddon finden, würde ich es wahrscheinlich trotzdem mitnehmen. Falls wir Abaddon finden sollten. Aber nur so als Einordnung, ja. Ich denke, ich würde so etwas wie Abaddon mitnehmen. Ja, das ist. diese Bombe ist so dumm, ey. Das ist natürlich diese Bohne, ne? Die blöde Bohne. Die Butterbohne, oder? Das ist die Butterbohne. Ich glaube schon. So, jetzt müssten wir den Bossfight finden. Haben wir den Shop schon gefunden? Ja. Waren wir schon drinne? War wahrscheinlich. Ja, da war Greed drinne, stimmt. Greed! Und das ist unser Gebiet. Singende Gabaios auf dem Bumbing Beat. Einfach Greed. Boom, Pang. Und wenn das Leben dich erschießt, ist es so oder so immer dasselbe Gebiet. Oder so ähnlich. Wir haben jetzt auch noch eine. Wir haben vor den Bossraum. Also vor den Bossräumen. Haben wir einfach noch eine Teleportationskarte gefunden. Damit wir uns natürlich auch noch richtig schön aus dem Bossrush raus teleportieren können. Damit wir da einfach locker flockig ein Item mitnehmen können. Und gehen können. Ja, ist doch gut. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Also, ich werde mich nicht beschweren. Wir gehen heute mal in den Himmel und gehen erstmal. Wir haben einen Gottesraum. What the fuck? Fliegen und HP ab. Okay, und Peach greift uns mit einem Engel an. Okay, Peach. Wenn es das ist, was du willst. Komm doch her. So. Der fucking Wafer. Lecco mio on the blanco. Lecco mio on the blanco. Alianto, alianto. Ja? Das möchte ich in dem Moment sagen und nichts anderes. Wir sind gerade aufgestiegen. Wir haben auch noch die Clownskutsche. Oh, wie cool das einfach aussieht, ey. Wie unfassbar cool das einfach aussieht. Ich setze die Ayu Wizard Pille ein. Ja. Meine Güte, meine Güte, komm. Lass uns das hier noch clearen. Ja, meine Güte. Joker. Two of Spades. Ist auch okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit in die nächste Ebene. Schlüssel können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh, Batti, Batti, Butzi, Batzi. Krasser Lauf. Ich bin immer noch beeindruckt. Immer noch beeindruckt. Ja. Und noch eine XL-Ebene. Boah, das wird ein richtiger Speedrun, Leute. Ja, das wird ein richtig krasser Speedrun. Speedy. Kennt ihr Speedy Gonzales? Speedy B, Speedy Bo, die Schnetzelmaus aus Mexiko. Das kam früher immer im Fernsehen. Ach ja. Die gute alte Zeit, ne? Da draußen wird gesägt und gesägt und ich weiß gar nicht, ob man das in der... Ich denke, man hört es nicht in der Aufnahme. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall... Das dürfte auf jeden Fall zu leise sein. Ich glaube, einer ist unsichtbar, genau. Ich dachte erst, das wäre die Explosions... der Explosions-Champion. Aber es war der Unsichtbarkeits-Champion. Wir kriegen jetzt halt leider keinen Angel... Doch, wir kriegen noch einen Angel-Deal wahrscheinlich. Und dann können wir... Können wir den Schlüssel für Megasatan vervollständigen? Habe ich schon mal gegen Megasatan gekämpft? Wurde der verändert? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Ich habe da sowas im Kopf, aber vielleicht täusche ich mich auch. Gucken wir mal. Falls wir das zweite Schlüsselteil kriegen und falls wir nicht viel zu schwach werden. Das sind natürlich Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das ist ganz klar. Dankeschön, das blaue Herzchen kann ich nicht mitnehmen. Wo ist der Boss? Hm?
Ach, warum nehme ich das Item nicht mit? Wieso habe ich das nicht mitgenommen? Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Haben Sie etwas gegen eine Spritze? Gibt es irgendwelche Vorbehalte gegen Spritzen? Hä? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. So, what the fuck, ey. Wie man in dem Raum keinen Damage kriegen soll, keine Ahnung. Holy Mantle haben, ja. Das wäre ein so eine Sache, ne? Manchmal gibt es ja so XL-Räume, wo man sofort beim Boss ist. Also, wo der Boss im Grunde direkt neben dem Spawn ist. War hier jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt der Fall, was ein bisschen schade ist, aber... Mein Gott, ist nun mal so, ne? Musste halt mal ein bisschen suchen. Mock dich auch nicht schlanker. Mock dich vielleicht schlanker, ne? Ich mock die. Oh, Entschuldigung. Das habe ich... Ich wollte mich zum Start teleportieren, weil ich habe ja... Ich habe ja den Holy Mantle und deswegen kriege ich keinen Damage. Und deswegen habe ich die einfach mal benutzt. Ja, ich habe sie benutzt. Wie ein dreckiges Handtuch. Ich bin unsterblich. Was soll mir passieren? Übrigens cool, ich wusste gar nicht, dass diese Dinger halt einfach rote Panzer sind. Das wusste ich nicht. So, ja, ich weiß. Warum hebst du den Schlüssel nicht auf? Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt auch Tour of Spades einsetzen. Bam, wir haben 22 Schlüssel. Das wird auf jeden Fall reichen. Direkt mal einen verschwendet, aber boah, guck mal. Kriegen wir ordentlich Loot aus der Kiste. Apropos Loot. Boah, Leute, es ist heute Samstag, ne? Vielleicht kommt heute die Loot Raider Unboxing. Oder das Loot Raider Unboxing Video. Ich habe eine Loot Raider zugeschickt bekommen. Kostenfrei wurde mir die gestellt und die haben halt gefragt, machst du ein Unboxing dazu, wir würden dir gerne Loot Raider schicken. Habe ich gesagt, ja klar, weil ich stehe auf so einen Scheiß. Und wenn man so ein Angebot kriegt, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich meine, ja, das ist eine gute Sache. Ich mag solche Sachen auch, würde ich also auch unterstützen und dementsprechend, ja, mache ich das. Und ja. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die auszupacken. Und es ist einfach fucking... Boah, ich hoffe, das Video kommt dann jetzt bald, weil ich will halt auch wissen, was da drin ist, ne? Das geht mir echt auf die Nerven. Und ja, ich probiere es ein bisschen cool zu gestalten und so. Mal gucken, ob sich irgendwas ergibt. Wenn nicht, ich mache mir dabei jetzt auch nicht so viel Druck. Wenn zeittechnisch und so nicht so hinhaut, dann werde ich sie einfach ganz normal unboxen. Und mir das anschauen. Naja, wir schauen einfach mal. Ja. So, Doppel-Loki. Come on, la vida, Loki. Un, dos, tres, cuatro. Come on, la vida, Loki. Boah, dieser Bosskampf ist so eklig, ne? Gut, wir haben ihn gut hingekriegt. Ein Speed-Up ist auch etwas, was ich gerade noch sehr, sehr gerne habe. Ja. Wow, das war wenig Damage. Ich habe Damage genommen. Nein. Wir kriegen den... Nein, warum kriegen wir denn Devil Deal? Warum? Ich wollte doch... Mega-Satan. Ich wollte doch zu Mega-Satan. Peach's Castle. Das Castle von Peach. Dich mache ich platt, Peach. Oder warte mal. Wer wartet denn eigentlich hier auf mich? So, boah, den Raum machen wir auf gar keinen Fall. Ja, hat sich auch erledigt. Ey, Kumpel. Wo ist der Boss? Ich weiß. Wir gehen natürlich einfach... Natürlich gehen wir die falschen Wege. Ist komplett falsch hier, glaube ich. Ja, wobei hier links könnte noch ein Weg sein. Ist es nicht. Ach, hier war ich schon. Wow, das waren viele Bomben, die ich jetzt verschwendet habe. Aber, ja. Das ist okay. Ja, mein Damage ist gar nicht der mega krasseste Shit der Welt. Aber es ist trotzdem nicht schlecht, natürlich nicht.
Ist jetzt nicht so, dass ich mich beschweren möchte, ne? Will ich die goldene Kiste aufmachen? Ja, ich glaube schon. Will ich eine rote Kiste aufmachen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich möchte die goldene Kiste aufmachen. Da könnte Cricket Z drin sein. Und das würde mich sehr freuen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist wieder nur eine Bohne. Ach ja, komm. Er hat sie natürlich nicht gelohnt. Die Hoffnung auf... ja, die Hoffnung auf Cricket Z war zu groß, aber... Ist dann am Ende nicht in Erfüllung gegangen, leider. Schade. Aber so ist es nun in meinem Leben. Man kriegt nicht alles das, was man möchte. Auch wenn es traurig ist. Ja, ich sollte aufhören mit diesem Geheule. Hinterher nimmt das noch einer ernst und sagt dann, Cornel, heul doch nicht so viel, bitte. Das macht mich traurig. Warum habe ich das jetzt eingesetzt? Ich weiß es nicht. Warum habe ich das getan? Das war nicht so intelligent. Hallo Kumpel. Tschüss Kumpel. Hallo Kumpels. Hallo Kumpel. Tschüss Kumpel. Ich habe nicht dieses Tanuki-Blatt. Ich dachte, ich hätte das, aber... Habe ich nicht, nee. Ja, wir können ruhig Damage taken. Das ist komplett egal. Ja, wir kriegen so wenig Damage und wir haben einfach die Möglichkeit, uns wieder hochzuheilen. Also wir können hier komplett auf Tempo spielen. Und auf alles andere scheißen im Grunde. Ja gut, vielleicht sollten wir auch nicht... Ja, doch. Ja, gut. Man kann das smarter spielen. Ja, man kann es auf jeden Fall vernünftiger und zielorientierter spielen. Das war jetzt ein ziemlich dummer Bossfight, aber es tut uns nicht weh. Es wird uns nicht daran hindern, diesen Lauf zu gewinnen. Also, alles gut. Alles finito. Technology 2 nehmen wir nicht mit. Ja, es war ein Lauf, der war sehr vielversprechend, aber er ist echt nicht so stark geworden am Ende, wie er am Anfang zu... Also am Anfang war er mega schwach. Er ist nicht so stark geworden, wie man vielleicht sich hätte erhoffen können. Aber es ist okay. Eine Lemon-Party oder eine Resistance? Ich denke, wir nehmen die Lemon-Party mit. Für den Angriff. Dann setzen wir Lemon Party ein. Dann setzen wir Krampus Head ein. Und dann sollte der Gegner tot sein. Also Blue Baby. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es so kommen. Die große Frage ist nur, wo ist das Blue Baby? Okay. Sollte mich ein bisschen besser heilen. Ich habe die ganze Zeit versucht, Bomben in mich zu legen. Die dann auch die Gegner... Das ist Explosionsschaden. Ach, krass. Yo, das... Wow, diese Shockwave, die der... Habt ihr das gesehen? Diese Shockwave, die der aussendet, die heilt mich mega. Wie krass war das denn? Das wusste ich noch gar nicht. Easy GG. Und ein Item für mich. Ah, der Magnet. Den brauchen wir unbedingt. Vielen, vielen Dank.
Und wir sind in einer Sackgasse. Es war so klar, ich gehe immer die falschen Wege. Warum? Ich habe keinen guten inneren Kompass. Ich habe auch Kane's Eye, aber der ist irgendwie nie geprockt. Zumindest habe ich es nie mitbekommen. Schade. Wow, wow. Was macht ihr denn da, Items? Was macht ihr denn? So. Vielen Dank. Ab in die Ecke mit dir. Zack. Ja, danke für den Gegentreffer. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Ein Item für mich. Danke. Trail of Tears. Ich glaube, jetzt sind wir OP. Ich glaube, das ist der Begriff für OP-Nis. Nein, warte. Das ist der Begriff für OP-Nis. Ja. Genau das habe ich gesagt, Leute. Ihr habt es genau richtig verstanden. Fragt nicht. Denkt gar nicht daran, an irgendwas anderes zu denken. Ja, OP-Nis. OP Apostroph Enis. Ja. Nicht oh, nicht nichts anderes, einfach nur O-Penis. Das hört sich, das hört sich so falsch an. Okay, meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Komm, stirb einfach, meine Güte. Boah, ist schon ein bisschen. Ich meine, ich bin unsterblich. Das weiß ich, ja. Da braucht man kein Hellseher für sein. Ich bin unsterblich. Aber die Tatsache, dass es jetzt, dass wir halt doch nicht so stark sind und es einfach so lange dauert, bis wir beim Boss sind, das ist wirklich eine Sache. Oh, die macht gerade so ein bisschen träge. Die ist ein bisschen träge. Gib mir einfach den Boss, okay? Ich möchte einfach den Boss sehen. Ich will einfach den Boss besiegen. Bitte. Ich will einfach nur den Boss besiegen. Ich habe doch sonst keine Ziele in meinem Leben. Es ist einfach mein größtes Ziel, seitdem ich 3 bin. Oh, natürlich kommen nochmal die. Und ich kann halt einfach nicht mein fucking... Das Ding ist... Es ist egal, wie viel Damage ich gegen die nehme. Wenn der einmal springt, bin ich sofort hochgeheilt. Springst du nochmal? Ja, jetzt guck mal. Okay, ich wurde... Ja, okay. Hm. Ja, nee, dann halt den Mund. Jetzt heilen wir uns nochmal, damit auch nicht schief geht. Und dann besiegen wir den Boss. Hallo, Cosmic Mario. Stirb, Kartoffel. Nein, heute nicht. Doch, heute schon. Boom, er ist fast tot. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Ich muss die Bomben schmeißen. Ich muss die Bomben schmeißen. Ist echt ein bisschen knapp geworden. So, alles klar. Damit haben wir den, haben wir das Blue Baby besiegt in 30 Minuten. Ich habe ein bisschen, ich dachte, es wird ein bisschen schneller. Ich dachte, wir können so einen kleinen Speedrun machen. Wir sind aber hinten raus dann doch wieder schwächer geworden. Nichtsdestotrotz war dieser Lauf niemals in Gefahr, ne? Das wollen wir ja natürlich herausstellen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder oder in irgendeinem anderen Video. Wir sehen uns. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.